Das regionale Förderzentrum Mansfeld-Südharz Förderschule für Lernbehinderte Pestalozzi, das übergangsweise in der Bergmannsallee in Eisleben untergebracht ist, hatte am 8. Mai 2024 hohen Besuch aus Magdeburg. So konnte Schulleiterin Anne Führer-Patz dem Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt Dr. Rainer Haseloff und Staatssekretär Jürgen Böhm begrüßen. Auch Landrat André Schröder sowie weitere Vertreter des Landkreises und der Stadtverwaltung Eisleben waren vor Ort. Wir sind das größte Förderzentrum hier im Landkreis mit momentan 210 Schülern und damit ein sehr wichtiger Ort für die uns anvertrauten Schülerinnen und Schüler. Wir sind uns der hohen Anforderungen bewusst und geben täglich unser Bestes, dass neben der Vermittlung von Wissen in den einzelnen Unterrichtsfächern auch wichtige Tugenden und Persönlichkeitseigenschaften erlernt werden, die unsere Schüler für die Zukunft brauchen. Wir kennen die Biografien unserer Kinder und wissen, dass sie manchmal ein bisschen ein höheres Maß an individueller Zuwendung und Hilfemaßnahmen gebrauchen. Mehr als 200 Kinder in 22 Klassen besuchen die Förderschule und sie hatten sich alle musikalisch auf den Besuch vorbereitet. Ja, ich bin gerne gekommen, weil ich einfach neugierig war. Ich wollte die größte Schule, die in dieser Form hier im Landkreis existiert, einfach mal kennenlernen und auch diskutieren und auch Probleme besprechen. Deswegen haben wir uns da auch ein bisschen mehr Zeit genommen. Was ich toll fand, ist, dass ihr Lieder ausgesucht habt, die mit der Heimat verbunden sind und die ganz alte Traditionen hier aufgreifen und immer schon prägend für diese Landschaft und für diesen wunderschönen Landkreis gewesen sind, unabhängig davon, dass sich einiges verändert hat. Aber man sieht ja überall auch die großen Hügel, die hier sind in der Landschaft, dass es eben über Jahrhunderte hinweg eine Tradition gegeben hat. Was mich besonders gefreut hat, ist die große Disziplin. Manchmal komme ich in Schulen, da kriegt man gar keine Ruhe rein. Ja, und hier sind alle gleich sozusagen an die Stelle gegangen, wo sie sich sozusagen wahrscheinlich schon bei der Übung mal hingestellt hatten, hat alles gut funktioniert, alles gut vorbereitet. Ganz herzlichen Dank für den freundlichen Empfang. Nachdem Staatssekretär Jürgen Böhm ein kleines Geschenk in Form eines Insektenhotels für den Schulgarten übergeben hatte, übernahmen Petra, Ursula und Jessie aus der 4. Klasse, um die Gäste durchs Schulhaus zu führen. Diese gewannen interessante Einblicke. Nicht nur die Klassenzimmer und Fachkabinette, sondern auch die Lernmethoden inklusive der sozialen Betreuung betreffend. Thank you.
Mehr als 10 Millionen Euro soll der geplante Neubau des Förderzentrums im Eisleber Schulgartenweg, in den man zum Schuljahresbeginn 2026/27 einziehen will, kosten. Doch sollten Förderschulen vor Jahren nicht abgeschafft werden? Ich bin immer davon überzeugt gewesen, dass wir dieses Angebot brauchen, auch als Ergänzung zu den anderen Schullaufbahnen, die wir haben. Und deswegen ist es für mich wichtig, dass die Rahmenbedingungen auch stimmen. Wir bauen ja für 10 Millionen Euro nicht umsonst eine neue Schule. Wir werden diesen Bedarf auch weiter haben. Das Entscheidende ist, wir müssen die Durchlässigkeit sicherstellen, dass man also durchaus auch rein und aber auch raus gehen kann, wenn man einen Entwicklungsweg genommen hat. Und auf der anderen Seite, wir brauchen Abschlüsse. Und das ist jetzt unser Ziel. Deswegen ist auch der Staatssekretär mit da, dass wir zu einem schulischen Abschluss kommen, der für eine Berufsausbildung eine Grundlage sein kann, sodass sie ganz normal ihren beruflichen Weg gehen. Denn wir brauchen jedes Mädchen, wir brauchen jeden Jungen, wir brauchen Arbeitskräfte noch und nöcher in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Und deswegen ist es wichtig, dass wir diese Einrichtung noch gut halten. Bevor der Ministerpräsident seinen Besuch mit einer Gesprächsrunde im Lehrerkollegium beendete, hatten auch einige Schülerinnen und Schüler die Gelegenheit, dem Landesoberhaupt ihre Fragen zu stellen, teils auch recht privat. Doch stets bekamen sie ausführliche Antworten.